bekannt und viel besungen. Die Brücke von Avignon aus dem 12. Jahrhundert. 200 Jahre später war die Stadt am Rhonufer das Zentrum der Christenheit. Kriege und Intrigen hatten Rom so unsicher gemacht, dass Avignon zeitweise zum Sitz der Päpste wurde. Der erste war Clemens V. ab 1305 und nach ihm gab es noch 6 weitere Päpste. Insgesamt waren es 7 bis 1376. Danach kehrten sie wieder zurück nach Rom. Ganz Avignon war damals eine große Baustelle. Um die Päpste zu schützen, entstanden monumentale Festungsanlagen, die noch heute beeindrucken. In nur 20 Jahren wurde in Avignon der Palast der Päpste errichtet, der größte gotische Bau in Europa. Gestaltet und ausgeschmückt von den besten Handwerkern und Künstlern. Die Päpste brachten der Stadt allgemeinen Aufschwung. Als die Päpste Anfang des 14. Jahrhunderts hierher kamen, wohnten etwa 6000 Menschen in Avignon. Mit einem Schlag vergrößerte sich die Einwohnerzahl dann auf 36.000. Das hatte natürlich Auswirkungen auf die Geschichte dieser Stadt. Manches von der einstigen Pracht des Palastes ist sehr gut erhalten. Vieles aber nur noch fragmentarisch, wie diese Glas- und Fliesenscherben. Während der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts wurde der Papstsitz geplündert. Wie durch ein Wunder blieben manche Fresken verschont. Auch diese in der Kapelle des heiligen Johannes. Es heißt, Avignon sei eine der attraktivsten Städte Frankreichs. Mit rund 95.000 Einwohnern hat sie eine überschaubare Größe. Als Besucher sollte man sich Zeit lassen, denn es gibt viel zu entdecken. In einer Seitengasse der Rue de la République stößt man auf das Angladon-Museum. Ein kleines Palais mit großen Schätzen. Erworben hat sie einst ein Pariser Sammler und Förderer der zeitgenössischen Kunst. Wir befinden uns im Haus der letzten Erben des großen Modemachers, Sammlers und Mäzens Jacques Dusset. Er war ein Sammler außerhalb jeder Norm. Schon im Alter von 21 Jahren entdeckte er die Impressionisten und schätzte Maler wie Degas und Monet. Ihm verdanken wir die außerordentlichen Bilder unserer Sammlung. C'est pourquoi des pièces exceptionnelles de cette collection se trouvent aujourd'hui dans cette maison. So hinterließ er Gemälde von Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Amadeo Modigliani und anderen. Auch frühe Arbeiten von Picasso, wie diese von 1904 aus der sogenannten blauen Periode und andere, die später entstanden. Auch ein Selbstbildnis ist dabei. Picasso im Alter von 23 Jahren. Die Mode der feinen Pariser Gesellschaft in der Belle Époque wurde maßgeblich von Jacques Dusset bestimmt. Auch Theaterkostüme ließ er schneidern, hier Fotos des berühmten Fotografen Nadar. Die Haute Couture machte Dusset zu einem reichen Mann. Sein Geld gab er für schöne Dinge und Kunst aus. Im Angladon-Museum bekommt man einen Eindruck von der Ausstattung seiner Privaträume. Dabei fällt auf, dass er Kunstwerke besaß, die heute die renommiertesten Museen der Welt schmücken. So erwarb er auch Picassos berühmtes Bild, die Demoiselle von Avignon, das 1907 entstand. Heute hängt das Original in New York. Das Bild war schon 7 Jahre alt. Picasso hatte es in Paris versteckt. Er holte es hervor, weil der Sammler Dusset das Bild gern haben wollte. Und er verkaufte es für die recht bescheidene Summe von 25.000 Francs. À ce collectionneur Jacques Dusset qui l'a sollicité. Picasso war seit 1914 mehrfach in Avignon. 2 Jahre zuvor verbrachte er den Sommer ganz in der Nähe, in Sorg. Ein Ort, den höchstens eingefleischte Picasso-Liebhaber besuchen, um das Haus Le Clochette zu sehen, in dem er nur kurz wohnte. Sonst erinnert hier nichts mehr an ihn, nur dieses Wandbild an der Fassade eines Restaurants. Es stellt Picasso dar, wie er sich gern zeigte, im Fischerhemd, blau-weiß, gestreift.